Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Renate und jetzt habt ihr neue Barbara-Box bekommen. Jetzt machen wir sie mal auf. Hallo Sammy, bist du wieder wach? Kater Sammy ist wieder wach. Hip, hip, hurra. Er hat geschlafen. Wir haben nämlich eben schon die Muttertagsbox von Barbara-Box ausgepackt und die hat er verschlafen, der Süße. Ne, Sammy? Ja, wir haben Publikum. Meine liebe Schwägerin ist hier. Sie sagt nichts zu euch, aber sie ist hier. Und Kater Sammy möchte jetzt natürlich auf ihren Schoß. Du möchtest den Karton haben. Den möchte wahrscheinlich Sammy gleich haben. Das ist mein weltbester Ehemann gerade, der den Karton angenommen hat. Und hier ist die schöne Box. Sehr hübsche Farbe, ne? So ein rosa-braun. Mag ich. Sehr schön. Und meine liebste Lieblingszeitschrift. Gut, ich habe nur die eine, aber ich kenne die anderen natürlich auch. Da ist sie, die Barbara. Das ist wirklich eine unterhaltsame, interessante Zeitung. Da lese ich wirklich alles durch, was da drin ist. Und ich liebe es. Ich kann es immer kaufen. Oh, da ist eine Parfümprobe. Da ist eine Parfümprobe drin. Moment. Wenn ich Glück habe, kriege ich es auch ab, ohne die ganze Zeitschrift zu zerstören. Stand da was Interessantes? Ja. Nützt nichts. Ich habe es jetzt gemacht. So. Ja, weil du so hektisch bist. Nee, das war festgeklebt. Ach. Ach. Ach, ach. Dann klebe doch wieder hin. Ja. Hm. Das ist Libre von Yves Saint Laurent. Und andersrum. Diese Seite, genau. Dann kannst du danach noch lesen. Genau, so. Die Zeitschrift. Und wenn ich sie ausgelesen habe, dann bekommt sie immer... Meine liebe Schwägerin. Und wenn sie sie ausgelesen hat, geht sie auch noch weiter zu ihrer Mutter und von der geht sie noch weiter zu anderen Frauen. Also kommt nichts um. Wird wirklich verwertet. Ne? Total drüber. So richtig dick auftragen und eine Welle machen. Sind sie dabei, wird übertrieben gut. Ja, dann schauen wir mal, was in der Box drin ist zu dem Thema. Jetzt muss ich erstmal noch einen Schluck trinken. Wasser. Prost, ihr Lieben. Hört ihr gerade das Sammy schnurren? Er freut sich, dass Besuch da ist. Ja, Sammy. Ein schönes Satinbändchen. Wandert ins Bastelzimmer. Er erzählt der Schwägerin etwas. Ja, die antwortet auch gar nicht heute, ne? Sonst spricht sie doch mit dir. Das kann er nicht verstehen, wieso die heute nicht sagt. So, das Motto heißt Beauty Hero, Schönheitsheld Edition. So schaut's aus. Dann wie üblich das Rabattheftchen. Da habe ich aber noch nie was. Und eine Leseprobe. Das bekommt auch immer meine liebe Schwägerin. Ne? Mhm. Sind meistens Leseproben drin. Diesmal Warten auf ein Wunder. Anna McPartlin. Da. Und jetzt geht's los. Wir haben etwas von Elizabeth Arden. Das ist immer teuer. 8-Hour-Cream. 8-Stunden-Creme. Das ist was sehr Kleines. Ja, zu klein. Moment, guck mal was. So klein, das sind 5 Milliliter. Mal schauen, ob das jetzt nur eine Probe ist oder ob das Geld kostet. Moment. Jetzt schauen wir ins Heft. Ah, es ist auch was für dich drin, mein Schatz. Ich sag mal 29 Euro. Nein, es ist doch nur 5 Milliliter. 3,25 Euro. Aber mal ehrlich, das ist ein Pröbchen. Das ist ein Pröbchen. Naja, 3,25 Euro, ich wusste es. Kannst du dich noch erinnern, wir hatten von der mal dieses, was war das, 30 Milliliter für 79 Euro oder sowas? Also, ich kann mich gut erinnern, ja. Ja. Es ist schon ziemlich unverschämt, ne? So, was haben wir hier? Kaotina, jetzt probieren. Feinster Genuss aus Schweizer Schokolade. Sammy kann das nicht verstehen, wieso sie nicht mit ihm spricht. Also,
Aha. Da haben wir einmal Kakao, Swiss Chocolate, Creme Chocolat, eine, ich denke, ohne Palmöl, das ist gut. Einmal offenbar Brotaufstrich und einmal Kakao da zu proben. Feinster Genuss aus Schweizer Schokolade. Das ist doch was für einen unserer Abonnenten. Der Tiefflieger hat mir schon empfohlen, Schweizer Schokolade wäre so lecker und toll. Und jetzt kommt was aus Schweizer Schokolade. Das ist ja toll. Passt, ne? Ja. Sind wir mal gespannt. Eine Probe Schweizer Schokolade. Mal gucken, das wird ja auch hier drin stehen, denke ich. Was hat denn die Barbara zu sagen zu dieser Box? Nein, es steht nicht hier drin. So, was sagt sie denn? Eins kann ich Ihnen vorweg verraten. Diese Box ist so unverzichtbar wie schwarze Pumps im Schuhschrank und so heldenhaft wie eine Packung Blasenpflaster in der Handtasche. Sie enthält Dinge, ohne die die Welt nicht ganz so schön wäre. Genau genommen rede ich von Beauty Heroes. Ich dachte, ich bin Beauty Hero und ihr meint aber die Produkte. Durch die wir mit Leichtigkeit den Tag beschreiten und dabei unverschämt gut aussehen. Naja, kleine Alltagsretter, die unsere natürliche Schönheit erhalten und unsere positive Ausstrahlung unterstreichen. Grund genug, Ihnen außerordentlich viel Freude mit der neuen Barbara-Box zu wünschen. Ihre Barbara. Ja, viel Spaß mit dieser Box. Okay. Das sind also die Beauty Heroes. Und das ist einfach so drin, offenbar. Da steht nichts dran. Und hier kommt was für dich, hast du schon gesehen? Nee. Rotbäckchen. Aber Rotbäckchen, Vitaminkick. 2 Schluck mit 12 Vitaminen. 2 Schluck? Heißt das, sollst du 2 Schluck am Tag nehmen? Oder? Nee, du nimmst, wenn, das ganze Fläschchen. Ja, ne? Aber ja. Man muss das ja schütteln. Genießen. Ja, genau. Weil das ist ja teuer. Naja. Das haben wir als Kind bekommen. Da war es aber noch, ne? Preiswerter. Da war es noch preiswerter. Nee, ich glaube, das war gar nicht so preiswert. Nee. Im Verhältnis, ja. Hast du das denn so als Getränk einfach bekommen oder auch löffelweise? Das war ja löffelweise. Das war Tetravitol. Gut, egal. Tetravitol. Ganz, ganz süß. Muss dazu sagen, dass man damals irgendwie keine Süßigkeiten bekam. Nur Weihnachten, ne? Oder Nikolaus. Nein, Süßigkeiten gab es nicht. Aber Tetravitol jeden Tag. Multivitamin-Sirup. Esslöffel. Und dann kann ich noch einen Löffel. Nein, ein Löffel nur. Die hat auf dem Löffel von Irmtraut war aber mehr drauf. Mit viel Glück durfte man dann den Löffel ablecken. Noch hatte noch ein bisschen. Tetravitol war wirklich... Boah, ich glaube, ich würde das heute gar nicht mehr mögen. Aber damals war das echt toll. Jeden Morgen kriegten beide Schwestern je einen Esslöffel Tetravitol. Ah, toll. So, Rotbäckchen, Kraftpaket, Vitaminkick. 1,69. Ja. Nee, war kleine Gläschen kriegte man mit Rotbäckchen, ne? Auch jeden Tag. Hm. Ja, so war das. Ah, Complete Blasenpflaster. Mhm. Hat man schon lange nicht mehr. Das war eine ironische Bemerkung. Es kommt wirklich öfter. Wie ist es bei dir mit Blasenpflaster? Bedarf? Nein. Dann können wir es langsam wirklich verlosen, weil wir einiges an Blasenpflaster auf Vorrat haben. Und hier sind 2x für Hallux-Pflaster, 2x für ein C und 2x für Ferse. Für alles. Aber vielleicht kann man das für andere Sachen auch verwenden. Werden wir mal eruieren, ne? So, Complete Blasenpflaster, dass das aber auch in so vielen Boxen immer drin ist, ne? 7,95 €. Mixpack. Tja, was soll man da sagen, ne? Ich habe einen Blick geworfen auf das, was noch kommt. Das hier habe ich gerade gesehen. Da, Alkohol. Alkohol ist auch keine Lösung. Geldermann, Privat-Sektkellerei. Grand Rosé. Flaschengärung, 2 Jahre gereift. Wow. 12 Volumenprozent. Also, Silvester? Ist gerettet. Silvester ist gerettet. Genau. Weil sie ist trocken. Ja, egal. Das bisschen, was ich trinke, kann ich auch trocken trinken. Hast du recht.
Wir trinken nämlich so eigentlich keinen Alkohol. Außerdem in der Muttertagsbox war jetzt Eierlikör drin. Also den werde ich trinken, das steht fest. Nicht auf einmal, sonst... Aber wie gesagt, das ist mehr eine Süßigkeit. 2 Jahre in der Flasche gereift, also das ist bestimmt was Gutes. Und da ist ein... Wir schenken Ihnen 10 Euro. Wenn ich für 50 Euro bei denen bestelle, dann kriege ich 10 Euro geschenkt. Wann sollen wir die 10 Euro behalten? Das habe ich auch gerade gedacht. So. Das lohnt sich bei uns nicht. Bei euch auch nicht. Nein. Dumm, die dumm, die dumm. Wo mag es sein? Hier. Also für diese ganzen Vorreden. Was meinst du, was der kostet? 1,44. Nein, 3,79. Aber ich habe jetzt gedacht, der wäre, Gott weiß wie, teuer, ne? Naja, wie viel ist es denn? 200 Milliliter. Ja. Wie immer, Piccolo, ne? So, wühlen, wühlen, wühlen. Hier habe ich was gefunden. Was bist du denn? All you need is Mädelsabend. Ich nenne es Therapie. Wäre schön, wenn das nicht voll Fusseln wäre. So, perfekt aussehen müssen nur die Frauen, die sonst nichts können. Yes! Es gibt Frauen, die können in High Heels rennen. Und es gibt mich. Ich kann barfuß im Stehen umknicken. Das ist so klasse. Ja, ja. Das bin ich. Mit manchen Menschen sind ein paar gemeinsame Stunden erholsamer als 2 Wochen Urlaub. Wenn 5 Stunden sich anfühlen wie eine, dann hat man sie mit der richtigen Person verbracht. Schön. Das sind aber echt tolle, tolle, tolle Sprüche. Ha, hier, bla bla bla. Ich mag Leute, mit denen auch total sinnlose Unterhaltungen Sinn machen. Wahre Freunde versuchen auch dort zu verstehen, wo es kaum etwas zu verstehen gibt. Welcome, friends. Home is where your friends are. Gastfreundschaft ist die Kunst, Freunden das Gefühl zu vermitteln, sie seien zu Hause. Einen noch. Lasst uns Spaß haben, singen, tanzen und die Welt umarmen, denn so jung kommen wir nicht mehr zusammen. Ich habe mir gesagt, Lisa, ab heute keinen Schluck Alkohol mehr. Zum Glück heiße ich nicht Lisa. Ach nee, wie süß. Manche Menschen schaffen es, dass du etwas lauter lachst, etwas glücklicher lächelst und dein Leben so viel besser ist. Das sind echt süße, süße Sprüche. Es gibt Freunde im Leben und Freunde fürs Leben. Das ist ganz süß. Keine Sorge, ich nerve nur die, die ich mag. Also, wirklich ganz zauberhaft. Ach, und den kann man auch hinstellen und sich dann jeden Tag einen anderen Spruch nehmen. Toll. Au. Wirklich süß. Wirklich, wirklich süß. Was sagst du? Lustige Sprüche. Da werde ich noch viel lachen. 12,99 ist vollkommen in Ordnung. Das ist der Spiralaufsteller. Du nennst es Mädelsabend, ich nenne es Therapie. Ich müsste es wirklich mitnehmen zum nächsten Mädelsabend. Wir sind 5 Schulfreundinnen und wir machen immer noch Mädelsabend. Mädelstreffen nennen wir das, ja. Obwohl wir inzwischen alte Mädels sind und in unregelmäßigen Abständen treffen wir uns entweder bei einem von uns zu Hause und dann wird gekocht und gegessen und gelacht und erzählt und ja, manchmal gehen wir auch. Also vor allem vor Corona haben wir uns dann im Restaurant getroffen. Ich habe überall Papierschnipsel und da habe ich damals Vitello Donato kennengelernt. Das kannte ich vorher gar nicht. Ja, und das ist immer sehr lustig und ich weiß auch genau, ich könnte bei jedem der Mädels nachts um 2:30 anrufen und sagen, ich brauche Hilfe. Und die ständen da. Nach all den Jahren. Und wir haben vor über 45 Jahren, man könnte sagen vor 46 Jahren, Abitur gemacht. Und immer noch zusammen. Ist das nicht schön? Und dann haben wir hier, wenn das mal nicht Mascara ist, Volume Million Lashes. Balm Noir. Von L'Oréal Paris.
Sieht heiß aus, ne? Ich mache den nicht auf. Denn ihr wisst ja, wenn einmal Luft dran kommt, ist es blöd, ne? So. Wo ist er denn? Das kann nicht sein, dass der auch nicht hier drin steht. Nochmal. Ach, da vorne ist er ja. 12,99. Mit 99% natürlichen Inhaltsstoffen. Hallo Sammy. Willst du mal herkommen? Ja, komm. Ja, komm. Hier, da ist eine Kuschelkiste. Nein, er kommt nicht. Er geht an mir einfach vorbei. Ja, dann komm. Möchtest du herkommen? Ja, komm. Ja, jetzt kommt er. Ja? Ja, da ist er. Kater Sammy. Mein Katerchen. Süßer. Schnurr, schnurr, schnurr. Du wolltest. Ja, da geht rein. Das ist eine super Idee. Das packe ich auf die Seite. Kann ja auch von da aus packen, ne? Du möchtest dieses, ne? Nee, das geht nicht, Schatz. Das Tischchen ruhig zusammen, wenn du da reinspringst. Pass auf, wir nehmen die Sachen wieder raus. Natürlich gehst du jetzt aufs Tischchen. Hätte ich drauf schwören können. So, ich glaube, das ist sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Kuschelzeugs, ne? Ist das da rein? Ja. So. Wir haben also noch zwei Produkte. Erstmal von Avon. Pink Orchid Subtle Restoring Overnight Serum. Ein Nachtserum. Abend, Nacht. Nachtserum. Und das ist teuer. Das ist wirklich eine teure Marke. Möchtest du wieder hochkommen? Wenn du willst, kannst du da reingehen. Ja, du musst nicht. So, und das kostet, na? Guck mal, Schatz. Ja. Weltbester Ehemann. Mein weltbester Ehemann. Das sind 30 Milliliter. 39,99 Euro. Ach, bitte. Was? Das sind doch keine Kinkerlitzchen. Das ist Avon. Gut, 69,99. Habe ich nicht gerade gesagt, das ist eine gute Marke, eine teure Marke? 79,99. Es ist eine gute High-End-Marke. Also so High-End kann die gar nicht sein, dass die noch mehr kostet. 99 Euro. Die haben einen Knall. 30 Milliliter. 30 Milliliter. Speckrand schüttelt den Kopf. Ja. Also wer ist denn, wer kauft sich denn so ein... Ich sage jetzt nicht. Nein, tu es nicht. Ja. Hatte ich das Foto schon? Ja, das war Elisabeth Aden. Ja, und dann ist noch ein Produkt, das ist das hier. Michalski Berlin. Oh, da, von dem habe ich schon zwei Parfüms und die sind klasse. Das packen wir mal direkt aus. Michael Michalski. Die sind wirklich klasse, die beiden Parfums, die ich schon habe. Natürlich auch aus Boxen. Ich habe alles aus Boxen. Sieht sehr edel aus, ne? Außer, dass es hier nicht richtig klebt. Aber kann man ja nochmal drüber machen. Ne? Sieht klasse aus in Roségold und glitzernd und glänzend. Und wenn es jetzt hier nicht noch so nach Aqua Colonia riechen würde, wäre es noch besser, ne? Aber zwei Düfte kann man ja hintereinander. Andere Hand. Wir haben nämlich vorhin, muss ich dazu sagen, die Barbara Muttertagsbox ausgepackt und da war Aqua Colonia drin. Und das habe ich dann auch meiner Schwägerin gegeben. Die findet nämlich auch, dass das sehr gut riecht. Und ist ja nicht so, als hätte ich kein Parfum. Und dann freue ich mich, wenn sie dann Freude hat. Und das riecht auch richtig gut. Ich schmeiß das mal rüber. Kannst guck erst mal, was es kostet, bevor ich da was von nehme. Ich glaube nicht, dass das... Ich wollte nicht, dass du das nimmst. Ich will das auch riechen. Sie möchte das. Du bist ein Mann. Das ist was für Frauen. Da, es sind 25 Milliliter. Was denkst du denn, was das kostet? 18,99 Euro. Siehst du, es kostet nur 11,95 Euro. Absolut super. Dann kann ich das nehmen. Mach mal auf sein Gelenk. Es riecht wirklich gut. Ja, bitte. Sollst das nicht in den Mund tun. Ne, riecht lecker. Ja,
Ich könnte jetzt nicht sagen, wonach das riecht. Ich kann sowas nie. Etwas riecht gut oder nicht gut. Und das riecht gut, ne? So. Ich denke mal, so geht das. Naja, das ist auch... Der Preis ist angemessen. Der Preis ist annehmbar. Vollkommen in Ordnung. Aber das andere ist jenseits von Gut und Böse. 99 Euro ist schon echt heftig. Ja, ne? Ich meine, die ist klasse, die Kosmetik. Keine Frage von Avon. Aber... Also, ihr seid ja jetzt vielleicht alle jünger als ich, die ihr jetzt schon. Ich muss es euch leider sagen, was auch immer ihr für teures Geld ausgibt, irgendwann siegt die Schwerkraft. Die Hängebäckchen kommen, die Falten kommen, mehr oder weniger natürlich. Ne? Also wenn man gut gepflegt hat, dann sind die Falten wahrscheinlich weniger knitterig, aber die Falten kommen. Also, das steht fest. Ne? Tja. Und, also alt werden ist nichts für Feiglinge, heißt es ja, ne? Und das ist auch so. Und ich finde, die haben uns verdient, ne? Die Falten. Genau. Brauchen wir uns nicht viel zu schämen. Nein, haben wir verdient. Altersmäßig und überhaupt. Und wie meine Mutter immer so sagte, die Alternative, also alt werden, viele jammern ja da, alt und hier tut's weh und da tut's weh und so. Ja, was ist die Alternative? Jung sterben, will auch keiner. Also nehmen wir es hin mit Gelassenheit und Würde, genau. Was auch immer passiert. So, jetzt sage ich was hierzu. Michalski Berlin 2 Women. Dieser Duft ist eine Hommage an die Weiblichkeit. Seine blumig-orientalische Komposition, genau was ich gesagt habe, riecht lecker. Unterstreicht den Charakter selbstbewusster Frauen voller femininer Eleganz. Ein sanfter Hauch zarter Blüten, genau, betörende Früchte und weiche Moschus, sowie Akkorden von Jasmin, ich hatte schon Akkordeon gelesen, ich habe vorher Akkordeon gespielt, 6 Jahre lang im Orchester, im Akkordeonorchester. So, Jasmin, Patchouli und Vanille spiegeln das perfekte Zusammenspiel von Romantik und Stärke wider und entführen sie in eine Welt der Sinnlichkeit. Muss ich auch sagen. Das spricht voll meine weibliche Seite an. Meine Schwägerin hat ja vom Kopf und lacht sich leise kaputt. Du wolltest gern dabei sein. Und irgendwann wirst du sicher auch mitsprechen. Irgendwann. Sie nickt mir im Kopf. Ja, ihr Lieben, das war die Box. Ich finde die gut. Also das hier alleine ist ja schon spitze. Und die Barbara Zeitschrift ist spitze. Ja, das Blasenpflaster hätten sie schenken können. Mascara können wir immer brauchen. Der Herr des Hauses freut sich sehr über den Nachschub an Vitaminen. Ne? Das wird wahrscheinlich wirklich nicht vor Silvester drankommen. Ne? Genau. Und das, auf jeden Fall wird es erst drankommen, wenn ich meine Testphase mit Skinnatur beendet habe. Vorher kommt das nicht. Nein, dran. Wir verwahren das. Wenn jetzt die schlechten Zeiten kommen, dann können wir das verkaufen. Tausch mal gegen Gold oder so. Genau. Kriegst du schon einen kleinen Barren für. So ein kleinen... Da kriegst du schon 10 Gramm Barren für. Also, du meinst 20 Gramm, 30 Milliliter hiervon gibt 10 Gramm. Wahnsinn, ne? Ja, dann nehme ich lieber den Barren. Ja, schon, ne? Nachtserum. Serum für die Nacht. Ganz ehrlich, das ist irgendwie... unmoralisch. Es ist auf jeden Fall irre, ne? 99 Euro. Ja. Garantiert Herstellerpreis. Ich will nicht untertreiben, ich sag mal 12 Euro und das ist schon hochgegriffen. Dann haben die rund 800% Gewinn an dem Zeug. Ja, ich denke auch. Es ist schöne Kosmetik, aber... Und wenn das ein Verleiher machen würde, würde man sagen, das ist Wucher. Was für ein Verleiher? Ein Geldverleiher. Ach so. Wenn der 800% nehmen würde. Ach so. Tja. Wir wissen es nicht. Wie gesagt, ich freue mich dann auch, wenn ich sowas mal testen kann, denn ich würde es mir niemals kaufen. Niemals. Also, ehrlich gesagt, ich würde mir keinen Pullover holen für 99 Euro. Also, ich wüsste jetzt gar nicht, wofür ich muss mal einen Schluck trinken und überlegen, für was ich so viel Geld ausgeben würde. Gut, Bastelsachen, das was anderes. Ja, aber das sind ja dann mehrere Sachen.
Ja, du gibst ja das nicht ist ja Hobby. Für einen Teil 99 Euro aus. Nein. Na ja, gut, haben wir auch schon für die Stanzmaschine. Eben. Die elektrische. Ja, aber gut, das ist aber was hält. Ja. Hier, wenn du das zweimal benutzt hast, ist das Typchen leer. Ja. Nein, schon was bisschen mehr. Also, ich meine, Serum tun mehr dünn drauf, ist bestimmt für 10 Mal. Ne? Aber das ist einfach irre. Ja, das war unsere Meinung dazu. Kann ja jeder sehen, wie er möchte. Ich freue mich auf die Zeitschrift, ganz dolle. Und ja, Kakao ist was für dich, ne? Jo. Jo. Okay, ihr Lieben. Das war's. Dankeschön. Und das Parfüm, wirklich. Der Duft hängt im Raum, ne? Wirklich gut. Und Sammy stört es auch nicht. Der hat den Kopf da unter das Papier getan. Oh, wie süß. Guck mal. Ja, du bist so süß, Schatz. Hm? Ist gar nicht mal so bequem, ne? Hm, Sammylein. Ja, leg dich da vor. So ist es nicht. Ui, habe ich schon fast alles umgeworfen, ne? Ja, was macht die Mama denn? Hm? So, genug Krach gemacht. Macht's gut, ihr Lieben. Bleibt gesund und zack, ein Herz für euch.